Olympique Lyon vs Olympique Marseille 8. Mai 2011 Selten Sie Seltsam Kennen Sie Alter de Seltsam Kennen Sie Mein Tipp, Marseille gewinnt mit 2:1 im letzten Sonntagsduell, das wir analysieren werden, spielen am 34. Spieltag der französischen Liga 1 die beiden letzten Meister Lyon und Marseille. Die Partie sollte uns die Antwort darüber geben, ob die Gastgeber in den Meisterkampf mit eingreifen werden oder nicht. Außerdem hat sich der PSG dem Lyon angenähert, somit nicht mal der dritte Tabellenplatz sicher ist. Was die direkten Duelle angeht, endete das Hinspiel in Marseille ohne einen Sieger und davor gab es ebenfalls ausgeglichene Ergebnisse. Beginn. 8. Mai 2011 bis 21 Uhr der letztjährige Halbfinalist der CL aus Lyon schafft ganz und gar nicht die Spielform zu stabilisieren. Jetzt 5 Runden vor dem Saisonende darf sich Lyon aber keine weiteren Patzer erlauben. Nicht mal wenn alle Spiele gewonnen werden, ist ihnen garantiert, dass sie die hochgesteckten Ziele erreichen werden. Trotzdem hat der Trainer Bühl angekündigt, dass er mit seinem Team alles geben wird, aber wenn man die Spielform der Lyoner kennt, dann weiß man, dass die Aufgabe nicht leicht sein wird. Zuletzt gab es 2 bittere Auswärtsniederlagen und zwar beim PSG und bei Toulouse. Was weitaus schlimmer ist, ist die Tatsache, dass sie gar kein Tor bei diesen 2 Spielen geschossen haben. Auf der anderen Seite ist Lyon im eigenen Stadion ziemlich überzeugend. In den letzten 3 Heimspielen wurden sogar 11 Tore erzielt und gerade diese Heimstärke macht das Team von Bühl zuversichtlich. Ansonsten hat Bühl einige Probleme mit den Ausfällen, die vor allem das Mittelfeld schwächen, weil Toulalan, Gourcuff und Bastos fehlen werden. In der Abwehr fehlt der linke Verteidiger Sissoko, der rot gesperrt ist. Dafür sind alle Angreifer einsatzbereit, sodass vorne Lopez und Gomez erwartet werden. Voraussichtliche Aufstellung Lyon, Loris, Refailere, Chris, Lofren, Kolozic, Zagt, Gonalons, Kallström, Pjanic, Delgado, Gomez, Lopez. Was die Spielform des aktuellen Meisters angeht, ist sie viel besser als bei Lyon, weil Marseille gerade eine Serie von 6 Siegen und 2 Remis hat. Dieser Serie verdanken sie die Annäherung an den führenden Lille. Nur das letzte Remis passte nicht, weil Auxerre in einem Heimspiel bezwungen werden muss. Aber jetzt kann man es nicht mehr ändern. Man sollte sich lieber auf den nächsten Gegner konzentrieren, weil der Gastgeber aus Lyon hochmotiviert und dazu noch gefährlich ist. Trainer Deschamps hat angekündigt, dass er in der Startelf einiges ändern wird, um für einen zusätzlichen Überraschungseffekt zu sorgen. Da denken wir an das verstärkte Mittelfeld, wo wir 3 schnellfüßige und torgefährliche Spieler erwarten und zwar Walbuehn, Aif und Remy. Die Aufstellung verrät auch, dass Marseille auf die Konterchancen warten wird. Das einzige Manko von Marseille ist das Fehlen der Verteidiger Azpilicueta und Mbia. Voraussichtliche Aufstellung Marseille, Mandanda, Taiwo, Diawara, Heinze, Fanny, Cisse, Kabore, Walbuehn, González, Remy, Aif. Obwohl die Spiele der beiden Teams immer sehr ungewiss sind, geben wir diesmal Lyon einen leichten Vorteil, weil sich Lyon gar keine Fehler erlauben darf. Außerdem darf man nicht vergessen, dass Lyon sehr heimstark ist.